Und in der heutigen Folge... Ja, ihr müsst nicht erschrecken! Bernds mit Taser, 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 mein Gott, Taser ist doch... Foto machen! Ja, klar! Haben wir Zeit für Bilder! Es war so schrecklich. Es war furchtbar. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Aha. Es war einfach... Brian! Oh, Abby. Oh, Abby. Girl, tell me about it. I know everything. Was euch das schockiert hat. Oh ja, sie kann ja zeichnen. Weißt du, bei sowas wäre es immer praktisch, Skills zu haben. Solche Zeichenskills. Ich besitze sie nicht. Na, das sieht doch ganz gut aus. Wir sind... Vielleicht... Hey, Kumpel. Kannst du mir sauber machen, ein bisschen abwischen, denn... Gemacht. Ich, er verliert, ich weiß nicht, hat er, wo ist die Wunde? Er hat bestimmt viel Blut verloren, also. Da war ein Typ. Und noch was anderes. So eine Art Tier. Nein, nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Der ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Ich weiß nicht. Er war irgendwie... Gaga? Ich meine, hat sich seinen Finger abgeschossen. Hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Das muss so unheimlich sein. Ich meine, das ist unheimlich, aber stell dir vor, dir passiert sowas. Du bist mit Kumpels und Freunden unterwegs und dann findest du deinen Freund so und du kannst ihm nicht helfen. Du bist so, I don't know, what the fuck am I supposed to do? Niemand ist da, keiner... Schau mal da, schau mal da. Keiner ist da, weißt du? Voll infiziert. Erwachsene Personen und du bist... Echt krass übel, Alter. Dylan hat so ausschüttelig kotzen. Ja, Mann. Oh, sorry, Mann, sorry. I'm so sorry. Aber ich glaube, Druck ausüben ist die richtige Wahl. Ist okay. Tut das weh. Ja. Oh Gott, was machen wir jetzt? Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Dylan ist so... Ich meine, er hat nichts... Wieso? Frustriert, du bist der Vollidiot. Beides ist scheiße, ich will nicht frustriert sein. Ich bin... Aber ja, wieso? Wieso sollten wir? Ich meine, wir haben so nichts... Das schwarze Zeug. Ja, es ist so... Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? I don't know! You could be my gay lover, I trust those guys. Es ist halt so, der Dylan hat eine gute Intuition offensichtlich, aber er hat ja überhaupt nichts, von dem er ausgehen kann. So, warum sollten wir amputieren? Warum sollten wir das jetzt tun? Everyone is on fucking edge. Rufen. Wir rufen mal. Hey. Hallo. Sind Sie das großes, gruseliges Monster? Glaube ich, ja. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Good call! Vorsichtig. Wie vorsichtig? I can't see shit. Ich weiß ja nicht mal, auf was ich zielen sollte. Ja. Ist es jetzt weg? Er springt so raus. Er so, fuck, no, it wasn't. Ah! Und alle sterben auf einmal. Wie tapfer. Ich sehe nicht dich mit der Knarre hier vorne stehen. Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Tja, hätten wir mal auf Ryan gehört, nicht wahr? Oder auf mich in dem Fall. Oh, wo bewegt sich was? Ich höre es, aber ich sehe nichts. Halt, nein, 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 nicht schießen! Tu's nicht! Hättest du mal ein bisschen früher sein können, mein Freund. Du siehst so aus, als würdest du gerettet werden müssen, mein Freund. Scheiße. Mick. Ist er okay? Ja. Wir wurden angegriffen. Hier im Wald. Im Wald? Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Ja, naja. Wo ist Emma? Was ist passiert? Scheiß auf Emma. Aber
Was ist dir passiert? Yeah, you kind of look like a girl left her period on you. Dann rannte ich her, so schnell ich konnte. Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Hier rennen merkwürdige Leute durch die Wälder. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen und dann den halben Baum hoch. Zack. Ich häng da also. I love this guy. Ha! Es so expressive, weißt? Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby zurück zur Lodge springen. Jetzt sofort. Ganz genau. Mhm. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja? Klar. Nein, ich wird wohl eher Blut sein. Ja, also. Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. I mean, it kind of looks hot. I wouldn't lick it, but... Ja, nein, das ist echt krank. Ja, like, Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Nein, nein, treiben ist, ja... Ach, was? Nein. Runtergezogen, einer der Schwimmer ja. der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen. Aber klar doch. I make jokes when I get nervous. Nice to meet you. Der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind, aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Ja, es könnte schon Max oder Laura, wie heißt sie? Die mit der pinken Kappe gewesen sein. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Okay. Steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Gute Argumente. Beide Seiten haben recht gute Argumente. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Oh, that was not okay, man. Lass einfach los, Mann. Gib ihm die Scheißknarre, okay? Ja! Du? Ach so, Entschuldigung. Ich wollte sie dir eigentlich geben. Ich nicht! Nicht schlagen! Nicht schlagen! Ich dachte, mit loslassen ist gemeint, dass ich sie dir gebe. Und nicht, dass ich loslasse in dem Sinne von... Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht verärgern. Was hast du überhaupt gerade gesagt? Das ist Bullshit. Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Ja. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Captain Erlösung! Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Viel Glück, Mann. Wir müssen zurück zur Lage. Ich glaube an mich, weil ich euch steuere. Nick kann doch nicht laufen. Also, vielleicht lieber nicht. Ey, ich habe eine Idee. Holen wir die Schubskarre. Ja. Jetzt kommt mal Bewegung herein. Das wird ziemlich dramatisch jetzt. Weil ich keine Ahnung habe, was kommt. Mal sehen, was der Abend bringt. Weil, naja. Okay, ein Rätsel für euch. Die gute Dame hier hat es nämlich nicht weiter als bis hier in meinem ersten Playthrough geschafft. Idiot. Weil ich sie nicht leiden konnte. Und ich war so, weißt du was? Weißt du was? Keine ich sag's euch dann ja genauer, wenn wir zu der Stelle kommen. Aber... Ja. Okay, real talk. Ja. Yep. Unerwartet auf einer seltsamen. Vor allem die hat ihr Handy mit. Nichts zu tun, als wo hat die das denn reingesteckt gehabt in ihren BH oder in der Unterhose? Sehen, weil die hat ja nichts an. Und das Handy ist wasserdicht. Ich glaube, mein Handy würde kaputt gehen, wenn es im Wasser landen würde. Aber selbst wenn. Könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid. Er ist doch nicht abgehauen. Du bist doch losgeschwommen. Auf zum Baumhaus, Entdeckerfreunde. Aber du bist losgeschwommen und er ist dann reingesprungen und dann... Okay. Sie redet irgendwelchen Blödsinn. Ich weiß nicht genau. Also vielleicht verstehe ich was falsch, ja. Aber so wie ich es verstanden habe, war sie im Wasser, ist so geschwommen, hat nicht gesagt, wo sie hin möchte oder sowas. Vielleicht haben sie es vorher beredet, aber ich habe es nicht mitbekommen. Bist du es, Jacob? Das sieht aus wie der alte Mann. Oh, und jetzt ist er einfach verschwunden. Wahrscheinlich duckt er sich gerade so scheiße. Ah, I wanna be mysterious.
Da ist sie, der Magier. Der Magier. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle, Wahrnehmungsmanipulation, das Werk eines Magiers. Gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht, du willst doch nichts verpassen. Ja. Aber ja, sie ist ja einfach drin gewesen im Wasser und er ist dann rausgegangen. Hat gesagt, hey, mach Fotos von mir, haha, jokey, funny, flirty stuff. Dann hat auf einmal Abigail geschrien und du konntest dich entscheiden, was du machst. Nicht schwer zu erraten, was. Und wir sind halt reingesprungen und er ist zu nah an der Natur. Und sie ist weggeschwommen, obwohl sie ich habe mich ja nie gefragt. Vielleicht ist es so, ja, sie hat nicht gehört, dass er reingesprungen ist, sondern hat geglaubt, er ist weggelaufen. Okay, vielleicht ist das die Idee dahinter, weil einfach mal. Er ja, wenn du das dieses Knöpfelein auch nicht entfernst, er ja einfach losläuft und Abigail versucht zu helfen. Und dann macht es mehr Sinn, dass sie so ist, ist einfach abgehauen. Aber hier nicht irgendwie, finde ich sehr merkwürdig. Ich muss immer L1 drücken. Nicht vergessen, L1 zu drücken. Holala, holala, was haben wir da? Ein paar Bänke. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja... Guter Name! Nur guter Name! Manchmal ist es halt so, wie es ist. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das sind weise Worte. Das sind tatsächlich sehr weise Worte. Ich finde es faszinierend. Ich frage mich, wie warm es ist, weil sie rennt hier rum, nur in... Unterhosen und Bikini? Die oder Insel ist ein unberührter Teil. Ja, BH müsste es ja sein. Driften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Dass der nicht kalt ist. Ich glaube, mir wäre schon ein wenig frisch. Einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Warte, das tun sie nicht? Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Nein, ehrlich, das tun Inseln nicht. Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Was so? Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Ich hab schon mal gesagt. Hier kommt die Frage. Ich. Geht es für mich aufwärts? Wörtlich? Und ich lasse es gut sein. Ich finde nicht, dass sie jetzt ein schlechter Mensch ist. Sie ist ein unangenehmer Mensch. Über mein blödes ist das Leben. Ding? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Und ich hab schon mal, wie gesagt, schon mal gesagt, ich glaube, sie macht das halt, weil sie sich selbst schützen möchte und deswegen redet sie halt so. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Aber sie könnte halt ein Stück netter sein zum armen Jakob. Weil ich meine, er ist ein Kerl, aber der hat ja auch Gefühle. Vor allem der Typ hat geheult. So einem Buben kannst du doch nicht einfach fett die ganze Zeit eine reinhauen, emotional. Ein bisschen Rücksicht nehmen. Vielleicht. Ich rede die ganze Zeit über sie drüber. Es ist so, I don't care about you, girl. Was ist so? Abby hält sich dafür selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Ja. Yeah. Siehst, habe ich ja gedacht, dass sie so jemand ist. Aber das macht es nicht okay, wie sie sich verhält. Es ist so, wie Leute, die so sind, ich hatte eine schlimme Kindheit. Und es ist so, es ist aber trotzdem nicht okay, dass du dann ein Arschloch bist und scheiße zu mir. So, ja, ist traurig und ich nehme es auf, ja, und ich... ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Wie sagt Mensch das so? Das ich berücksichtige es auch, ja? Er sollte mich es ist allerdings keine Entschuldigung, jetzt, wo ich komplett bin, scheiße zu sein. Gefällt mir das gut. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Andererseits ist geht sie wie... Um
sehr viele Frauen heutzutage, also nicht sie ist wie sehr viele Frauen heutzutage, sondern was sie gerade gesagt hat, ist ja viele Frauen heutzutage entscheiden, wir sind nicht cool, besser, es bleibt in Erinnerung. Ja, mach mal aggressiv, das passt doch nicht mehr. Eigentlich nicht, wir sind nicht cool. Du hast mich auf dieser scheiß Insel gelassen. Das wirst du mir büßen. Weil viele Frauen ja heutzutage wir tun das. Lieber Single Winston? Bleiben, als in eine Beziehung zu gehen. Und ich bin so, ja, verständlicherweise. Ich bin mir nicht sicher, ob Jacob weiß, wie man Schnürsenkel bindet. Abführmittel in den Drink? Das ist eine Straftat. Oh Mann, ich brauche... Ist es das? Ich würde ja sagen... Ab wie viel ist es eine Straftat? Das hier online ist. Vielleicht sollte ich eine Serie von streichen. Vor allem, bis das hier online ist, ja, so schreibt in die Kommentare, was ich machen soll. Und sie schlägt vor, eine Straftat zu begehen mit dem Abführmittel. Und ich bin so, das lädst du dann hoch, Mädchen? Das solltest du vielleicht nicht machen. Ich meine, ja, bin ich schon. Die Kamera ist so scheiße. Man, weil sie schaut halt nach oben, aber ich hätte das Licht gern, weißt du, ich hätte das Licht gern vor mir, aber ich kann es nicht vor mich geben. Das ist alles ein bisschen... Noch warm. Als wäre gerade jemand hier gewesen. Streichhölzer, keine Zeit, dir zuzuhören, gute Frau. Streichhölzer aus dem Harbinger Motel. Ein paar wurden abgebrochen und auf der Zündfläche sind Gebrauchsspuren. Gut. Ach, der Rabe nimmermehr. Aha, okay. Text einblenden. Das wollen sie nicht verpassen. Harbinger North Kill, New York State. You'll wish you stopped by. Das wollen sie nicht verpassen. Vielleicht eher, sie wünschten, sie wären hier. So, hier ist eine Leiter, die wir natürlich raufklettern können. Tatsächlich. Wie geht's hier noch weiter nach hinten? Jo, wo sind wir denn da? Das ist ja krass. Was ist das denn? Das ist auch eine Anlegstelle. Hm? Hier war ich ja noch nie. Kommt hier irgendwas Spannendes vielleicht? Nein, nicht wirklich. Schade, da gehst du bis ganz nach hinten und dann findest du hier nichts. Ja, aber der Mond ist schön. Sehr hübsch. Das Ding ist, das habe ich damals auch entdeckt, ja. Warte mal. Camp, und zwar hier, ja. Du kannst hier nämlich sehen, von wo aus sie... wo die Leute sind, das ist ganz witzig. Also erstens mal kannst du überall lesen, finde ich sehr süß, dass sie so Beschreibungen haben. Oh, hier essen die Camper zusammen und nehmen einen Kosenteil und sowas. Ich finde das sehr, sehr süß. Und du kannst halt auch sehen, wer wo ist. Und das finde ich auch sehr, sehr süß. Und wie du siehst, okay, unsere Leute sind ja da. Und die Olle ist hier, die Emma. Ich glaube, du siehst dann auch, wenn sie sterben, wo sie gestorben sind. Ja? Das heißt, sie ist von dem Bootshaus bis zu dieser Insel geschwommen. Und ich muss schon sagen, also es ist doch ein gutes Stück. Ich meine, das ist recht weit. Vom kleinen Bootshaus da bis darüber irgendwo vor allem... Das ist ein bisschen, ja, der Septimussee. Achtung, Schwimmen und Aussicht. Ja, lesen wir mal nicht durch, aber... Interessant. Okay, du kannst also bis hier nach hinten, keine Ahnung wieso. Schade, dass da nichts ist. Wir müssen, und zwar folgendermaßen, du kannst hier noch etwas finden, wenn du den anderen Weg gehst. Du kannst ja zurückgehen. Du kannst eben die Leiter hochklettern hier. Oder eben, ja, so wie ich jetzt. Ich gehe jetzt schnell zurück und dann sehen wir uns gleich bei den Stufen nochmal. Da sehen wir schon. Ab die Treppen vielleicht hoch. Wir mal diese Richtung an. Ich weiß nicht, ob du es nämlich den Beweis auch bekommst, wenn du die Leiter hochgehst. Weiß ich nicht, ob du den auch bekommst. Weil der ist, naja,
zeige ich euch gleich, ja. Das werden wir alles gleich sehen. Nur keine Hektik, nur keine Hektik. Alles gut. Ach, ist das schön hier. Meine Güte. Also die Natur ist schon geil. Natur ist schon was sehr Hübsches. Sag Schnauze, Rabe. Natur ist schön. Schnauze, Natur. Ich dachte gerade, da denkelt was vom Deck. Aber nein, war nur ein Schatten. Alles in Ordnung. Alles okay. Wir werden noch nicht sterben, hoffentlich. Ich habe ein bisschen Bammel. Weil, wie gesagt, die gute Frau ist mir nicht weitergekommen als bis hierher. Damals. Also ich kann ja alles drücken. Huch, okay, da sind wir wieder. Nicht so schäbig. Also. Schäbig? Schäbig? Schäbig. Es ist schäbig. Es gibt einen schäbig. Moment, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. So hart. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Who are you talking to? Hoffentlich ist Abby okay, Jacobs Problem. Was ist dein Problem? Sie ist weggelaufen. Falls sie es nicht wisst, ich hab mit Nick rumgemacht. Warum erzählst du denn alles aus deinem Leben? Ich bin keine Bitch oder so. Diesen Menschen. Oh, und als Kontext. Ich bin keine Bitch oder also, so. Eigentlich. Nö, überhaupt nicht. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ich weiß Ihre nicht. Ihre Flirtversuche glichen den betrunkener Quallen. Echt schlimm. Hast du jemals eine betrunkene Qualle gesehen? Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich I mean, they denke, did. Sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Wie falsch du damit doch liegst. So, die Zipline hat sie... Oi! What the fuck? Ach so. Die Zipline endet hier. Das ist, glaube ich... Okay, da kannst... Okay. Vielleicht bist du damit schneller, aber weiß ich nicht. Dort drüben ist die Zipline. Okay, okay. Also, wie ihr seht, ist da drüben ein kleines Häuschen. Ja? Können wir die benutzen, die Zipline? Hm, kann sie da hoch? Ja, kann sie. Ich sehe keinen X-Button oder sowas. Ich nehme mal an, die Zipline müssen wir benutzen? Ich weiß es nicht. Eben hier ist die Leiter, deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher, ob du die Leiter benutzen musst, nicht benutzen musst, um diesen anderen Hinweis zu bekommen, weil das Ding ist jetzt nicht die Tür, sondern irgendwo links. Haben sie gesagt? Ist es das da? Oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch. Erstmal durchlugen. Oh, schaut. Ah, Gott sei Dank, okay. Der da. Vom Polizeiwagen. Muss eine... Ja, ja, ganz kurz. Diese Schlüssel gehören der Polizei von North Kill. Wie kommen sie hier ins Baumhaus auf der Insel bei Hackett's Quarry? Oder Quarry, keine Ahnung. Dieser... Tut mir leid, Officer. Ich habe keine Ahnung, was die meinen Situationen seien. Also, lasse ich die besser einfach hier liegen. Mhm. Könnten wir brauchen vielleicht, als würden wir ein Auto finden. Ich glaube nämlich, wenn du die Leiter hochkletterst, dann geht sie automatisch vielleicht zur Tür. Ich weiß es nicht. Und, ja, also im Bootshaus, also in diesem kleinen Hütchen, da geht es jetzt ein bisschen rund, sagen wir mal so. Das ist jetzt... Also seid angespannt, Freunde. In der Welt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Na, kannst du dir das vorstellen? Schatz, so wie da. Sie Babys sind, Lieber zwei, und dann spielen sie so mit der Zipline und sowas. That would be cute. Was für eine Begrüßung. Ziemlich kalt. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal. Es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Tja. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber deine Leute? Ich erkenne nichts. Was heißt das denn? Ja, das Habt ist das es gehört? Eben. Also, Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horror-Falltür und... Also ich muss sagen, im Englischen ist sie noch bitchiger. Und ich war dann so, weißt du was? Weißt du was, wenn du schon danach fragst, nö, Falltür öffnen. Und natürlich, sie stirbt, wenn du die Falltür öffnest. Obviously, ja.
Mehr gibt's heute. Aber ich war so, weißt du was, Bitch, genug, du hast genug gelabert für heute, du willst es nicht anders, vorbei, zack, zack, ja. Und naja, ist es dann genau das passiert, was ich gehofft hatte. Ah, sie hat Klamotten wieder. Okay, cool, jetzt nimmt sie da was auch immer mit. Und ab jetzt weiß ich nicht, was kommt. Hey ja, Lady, yo, was, why? Cool. Gut, also, ich glaube, da oben ist was. Und ich werde es nicht erschrecken, das kann ich euch wirklich versprechen. Also, ich würde nicht nachschauen gehen. Ich meine, ich habe sie damals hochgeschickt, aber nur aus Spaß. Weil ich gewusst habe, dass was passiert. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Scheiße. Ja, ihr müsst nicht erschrecken. Ha, 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 ha. Beanspruch Taser, 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 Taser. Mein Gott, Taser ist doch... Foto machen. Ja, klar. Haben wir Zeit für Bilder. What the fuck are you doing? Foto vom Angriff, Pause. Eine verschwommene Nahaufnahme geschossen von Emma, als sie beim Baum angegriffen wird. Oh Gott. Oh shit. I'm not used to this. I don't know what to do. Runter, runter. Okay. Ja, ja, ja. Wir müssen. Das Ding ist runtergerutscht. Hast du es gesehen? Yo, Zipline. Zipline. Das ist so schön. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, I'm so scared. I don't wanna die. No. Grandma. Rennen, sprühen, rennen. I don't fucking know. Please don't die. I don't know what decision to make. Hoch. Oh Gott. Hoch. Tür zu. Jetzt was. Himmel. Hoppla. Scheiße, und jetzt? Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Sag mir, was sie machen? Tür versperren, Falltür benutzen. Falltür benutzen. Runter. Oh mein Gott. Das Ding ist ja kreislich. Das ist ja grausig. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die sind ja von naht viel unheimlicher. Diese Kiste wird es aufhalten. Diese kleine rote Kiste ist mein Lebensretter. Oh Gott, Gott. Fürs Erste sind wir am Leben. Oh, oh, ja, ja, ja. Hast du Schmerzen? Also ich habe Schmerzen im Herzen. Ich bin echt hungrig. Das ist nicht gut. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja. Aus mehreren Gründen. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott, Mann. Ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was wir da haben. Vielleicht noch Granola? Kid, ich hasse Granola. Same, Bro. Die Kraft. Ich hab gedrückt. Ja, ja. Oh Gott, ich hab's gedrückt. Gott sei Dank. Oh mein Gott, diese Karte, ich schwöre. Die damals beim ersten Mal durchspielen, die taucht halt nur hier so kurz auf und du musst sofort drücken, sobald du sie siehst. Und dann dauert es so lange, wie du siehst, bis sie sind. Du hast ja gedrückt. Oh mein Gott. Oh, sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass Mensch Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen und was die eine Hand uns gibt, könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Hübsches Bild mit dem Wolf. Gut. Gut. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen... Weil was mit Emma, das hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil, wie gesagt, ich habe sie einfach umgebracht. Also hatte ich dieses ganze Zeug nicht und ich wusste nicht, was kommt. Oh, mir ist warm. Ach schau, da prasselt ein Feuer. Wieso prasselt ein Feuer? Hat Inge hier Feuer gemacht? Oh ja, der Chris Hackett hat ja ein Telefon. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Ja, genau. Und wir können da noch eine zweite Waffe holen. Kapiert. Ich hoffe, sie sind okay. Denkst du, es hat ihre Fährte aufgenommen? Bevor
vorsichtig. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Ich weiß nicht, was Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt. Ich glaub nicht. Ryan, du bist derjenige, der diese Podcasts hört von Übernatürlichem. Bitte schau mich nicht so an, als wäre ich der Verrückte hier. Das kommt nicht in die Lodge. Klar. Ja, du hast sicher recht. Ach, komm schon, wir brauchen Verstärkung. Seltsam, aber dieser Ort wirkt so tot. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was? Nein, warst du? Was machst du denn nachts hier? Wieso? Warum wollen alle was von mir? Ich weiß, ich sehe gut aus, aber das ist zu viel. Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ja, es war ja auch nicht dein Name, Ryan. Er hat ja nicht gesagt, ich höre eine Stimme, sondern hat gesagt, meinen Namen. Ich denke, nix Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Klar, Blut überströmt schaut er ja nicht so schlecht aus. Wird schon wieder. Das weißt du nicht, das ist gut. Wir wissen das nicht. Natürlich, Caitlins Wort. Sollte nur ja, Caitlin weiß ja auch alles. Okay, wir wissen nicht, wie... Vielleicht hat er sogar Tollwut. Ja. Super optimistisch, Mann. Ich bin hier nur... Entschuldigung! Ja. Ich meine... Wir brauchen jetzt Hilfe. Ryan verliert die Hoffnung. Entschuldigung, Ryan! Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Okay, dann 91.1. Du meinst 911? Wer sagt 911? 911 ist ja schön. Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Huh. Die Kavallerie. Die Polizei. Cops? Ja, mach keinen Scheiß. Diese Jäger wollen uns kidnappen. Wir werden hier angegriffen, also... Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und erst einmal wähl doch die Nummer, bevor du über so... Bär. Oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Einer wurde gekidnappt. Schau, selbst wenn du anrufst und nicht genau weißt, was los ist, muss die Polizei kommen und es überprüfen. Weil du einen Notfall gemeldet hast, das ist ihr Job. Separater Fall. Selbst wenn es irgendwie, weißt du, selbst wenn die Polizei davon ausgeht, dass nichts ist, das ist gut, müssen sie kommen, weil... Zumindest glaube ich das. Ich Notfallzentrale. Weise. Oh. Was ist los? Tot. Großartig. Vielleicht waren es die Bären. Hast du aufgelegt? Wirklich komisch. Das hast du aufgelegt. Ja, hast du gesehen, ich hab's so gemacht. Genau dann. In Sekunden schneller wie Flash. Das ist reiner Zufall. Hast du versucht aufzulegen? Ryan, wie gesagt, du bist derjenige mit dem übernatürlichen Podcast. Also, Entschuldigung mal, wie kommt es, dass du so... Was machen sie in Filmen, wenn es nicht mehr tutet? Du tippst das hier nicht im Film. Naja, okay, ein bisschen gut. Vielleicht nur, schon. Woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. This is too deep, man. Das funktioniert. Okay, so viel zum Telefon. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Klar. Okay. Ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren. Also ich bewundere die Leute, die irgendwas basteln können und... Leg das weg, Dylan! Du musst verrückt sein. Ich reg es zurück, wenn wir gerettet sind. Ich leg es zurück, wenn wir gerettet sind. I'm like, at this point, man. Nein, ich gehe nicht ohne Knarre aus dem Haus. This okay. is America, goddammit. Ist schon gut. Ja. Okay. Ich weiß, wie Mensch mit Pistolen umgeht. Ich habe ja eine eigene. Was für Wetter, Ryan? Ryan, stop talking nonsense. Ich sag doch die Bären. Sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär
Der, Ich hab doch gesagt, die Bären kommen, weil sie die Waffe holen wollen. Ich hab's vorhin erzählt. Die wissen, dass die Waffe da ist, deswegen kommen sie nicht her. Jetzt wollen sie die Waffe ausschalten. Das sind alles die Bären. Wir sind am Arsch. Übrigens, wir könnten die Kameras hinten überprüfen. Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sich ab. Weißt du, Ami? Ja, okay, ja. Los geht's. Oh mein Gott. Wir bringen die am besten zu Caitlin. Da, Dilla, wie rennst du denn mit der Dinge, mit dem Ding rum? Das ist ein bisschen zu filmreif. Die Versüße braucht sie nicht, oder? Gib ihr die Waffe. Na, vielleicht, wenn wir ihr einfach deine Waffe geben. Ich kann viel besser schießen als du. Ach so, das meinst du. Okay, ich bin vielleicht ein Schützengott. Ich dachte, er sagt, jetzt gib ihr meine Waffe von mir aus. Jetzt gib ihr das Ding. Ja, ich will es dir eh geben. Waffe behalten, Waffe geben. Ah, okay. Du hast recht. Es ist nämlich egal, weil sie kommt vorbei. Ja noch meine. Sei extra zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Sie kommt vorbei und dann nimmt sie dir eh weg, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Schreib, von daher. Check, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Den würde ich gerne mal sehen. I want. Brian, gefällt deine Entscheidung? Ja! Das einzige Pärchen, das mir am Herzen liegt. Ich störe wohl gerade. Zwei Männer mit sehr langen, langen, harten... Ja, du störst. Und mehr sage ich dazu nicht. Guck mal rein! Schau, wie ich die trage! Hochgroßer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Ich vertraue dir. Solange du mir nicht den Schädel wegschießt. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja. Stattlich, ja? Ja, kein Problem. Das ist so stupid. God bless him. Oh Gott, Emma. Sie lebt ja noch. Oh nein. Das Ding ist noch nicht vorbei, habe ich das Gefühl. Ich bin sowas von am Arsch. Oh Gott, ich bin tot. Ach, das ist eine Zipline. Ach, das ist ja wunderbar. Was heißt das? Kann ich jetzt die Zipline nehmen und rüber? Oh Gott, Emma, wieso? Wieso tust du mir das an? Warum tust du das? Wieso ich? Wieso spiele ich das? Because I love it. Schnell, einkommen, schnell. Mach einfach schnell, ganz schnell. Egal, was du machst. Ist egal, ob du schnell oder langsam bist. Ja, guten Tag, guten Tag. Einholen, springen. Ich weiß nicht, wohin springen. Spring doch, Mädel. Hoch. Hui. Darkwing Duck. Ich kenne den Leutext nicht. 2-1 Risiko. Um Gottes Willen, das ist ein komischer Effekt gerade gewesen. Oder war das nur ich? Da war irgendwie so ein Strich. Ich weiß nicht. But the music is epic because we did it! Yeah! Oh, Gott sei Dank. Hui! Emma, du machst mir echt Sorgen. Funktioniert das Ding noch? Na toll, du hast es kaputt gemacht. Blöde Kuh. We are the monsters? Ich muss sagen, und ohne Ironie, das ist ein Song, auf den ich hören würde. Den würde ich mir echt anhören, tatsächlich. Ich meine, die Songs finde ich gut bis jetzt. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich lebe! Ist es wieder soweit? Oh, ein weites Kapitel ist zu Ende. Es ist zu glauben. Ja, die Strength, Mann. Die schaue ich mir an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu... Du musst sie mal räuspern, gute Frau. So. Deine Stimme ist ein bisschen... Oder was trinken. Uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Oh. Der Magier. Das Undenkbare. Das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Werk eines Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht.
Du willst doch nichts verpassen. Okay. Ich tu's nicht. Oh Gott, meine Augen werden trocken. Und wie? Oh Gott. Ich habe noch nicht geblinzelt, oder? Ich habe noch nichts verpasst. Noch habe ich nicht geblinzelt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Mehr sehen. Ja, ich will mehr sehen. Bitte, ich will mich. Sei weise. Ja, jetzt habe ich geblinzelt, okay. Ja. Ah, verdammt. Ich habe was verpasst. Die Kraft. What the fuck? Okay, das hilft mir so gar nicht. Also, denk an nicht freiwillig. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Ich frage mich, mit wem sie redet. Also spielt sie jetzt, redet sie direkt mit mir als Spieler oder redet sie mit irgendeinem von den jungen Menschen, die wir spielen? Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!